Schönen guten Abend. Da habe ich Umblende wohl ein bisschen verschlafen, aber das macht ja nichts. Ja, ein wenig kurzfristig, wie immer. Kinder liegen und scheinen zu schlafen. Und ja, ich habe durchaus mal ein bisschen Programm. Ich hätte auch ein bisschen Programm mehr, aber wir wollen uns heute mal bei so ein paar Kleinigkeiten oder einer Großigkeit, einer Kleinigkeit belassen. Fangen wir doch einfach mit dem an, so wie es auch im Header, so in der Überschrift sozusagen steht. Die Wanderkiste wird zurückkehren. Genau, die das wissen, ich habe das früher über das Tabletop-Weltforum gemacht, eine Wanderkiste verschickt. Praktisch jeder konnte sich anmelden. Die Kiste wird nur per DHL von einem zum nächsten geschickt. Die Kosten tragt natürlich ihr. Ich sehe hier gerade so ein Grad. Kosten tragt natürlich ihr. Da ist halt Tabletop-Kram drin. Ihr dürft euch daraus bedienen, Sachen rausnehmen und Dinge im ungefähren Wert. Also Pi mal Daumen, es muss jetzt nicht auf Heller und Pfennig sein. Praktisch reinlegen. Und dann geht das Ding weiter an den nächsten. Servus, Korbeck, ich grüße dich. Genau, geht das weiter zum nächsten und so weiter und so fort. Und irgendwann kommt das Ding wieder bei mir an. Und so haben wir hoffentlich alle gut getauscht und viel Spaß mit dem Ding gehabt. Logbuch ist auch noch dabei, wo man reinschreiben kann. Das habe ich früher 6 Mal im Tabletop-Forum gemacht. Dieses Mal halt jetzt über meinen Discord-Kanal. Da könnt ihr euch anmelden. Da steht halt eben auch genau, wie das ungefähr geht. Ansonsten bei Fragen, Fragen. Ich meine, es haben sich schon 6 Leute angemeldet dafür. Anmeldeschluss wäre für mich so der 11.2., also 11. Februar dieses Jahr. Vielleicht schaffe ich es dann sogar noch, das Wochenende das Ding so weit zum Packen und rauszuschicken. Die Kiste ist jetzt nicht besonders klein. Sie ist jetzt kleiner als die letzte, weil so einen großen Karton hatte ich einfach nicht mehr. Aber ich denke trotzdem, Porto sind wir bei 16,90 € innerhalb von Deutschland. Österreich und Schweiz würde ich tatsächlich jetzt ausschließen wollen, auch wegen den Portokosten, weil derjenige, der es dann nach Österreich schieben muss, zahlt exorbitant mehr, das muss nicht sein, finde ich. Und Schweiz ist dann so eine Sache nochmal mit Zollerklärung etc. pp. Ich würde es tatsächlich auf den deutschen Raum begrenzen wollen. Ne? Die Kiste sollte dann so 2 bis 3 Tage bei dem neuen Adressaten verweilen, bevor sie dann wieder weiter auf den Weg geht. Wie gesagt, da könnt ihr euch gerne anmelden. Bei mir auf dem Discord-Kanal geht das halt eben. Ich werde jetzt bewusst nicht allzu viel Werbung dafür machen, obwohl so ein paar Leute mehr könnten wir schon vertragen. Wer noch nicht bei mir auf dem Discord-Kanal ist, der möge sich einfach bei mir melden. Und ich gucke auch gerade für die Leute jetzt bei YouTube vielleicht, dass ich, wenn ich dran denke, wenn ich das Video nachher bei YouTube hochfahre, dass ich dort einen Einladungslink sozusagen platziere, den ihr auch nutzen könnt. Servus, Grisu, grüß dich. Ja, also das ist so dieses grobste Wanderkistenkonzept. Und da können so alle möglichen Sachen drin sein. Zum Beispiel kann da Fantasy drin sein. Zeug. Es kann 40K Science-Fiction-Zeug drin sein. Es kann drin sein 10 mm. Es kann drin sein 28 mm. Bücher bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch. Ich habe geschrieben, wer ein Buch reinlegt, nimmt auch bitte eins raus. Das soll halt keine Bücherkiste werden. Außerdem machen Bücher die Kiste unglaublich schwer. Und das möchte ich dann natürlich auch nicht so unbedingt. Ansonsten einfach nochmal mich ansprechen und dann gucken wir nochmal. Wie gesagt, das läuft halt so: die Kiste kommt, die Kiste ist bei euch. Dann wird postet ihr im Endeffekt hier: das nehme ich raus, hier, das nehme ich rein. Das geht halt alles in Discord. Das kann auch euch öffentlich gemacht werden. Es ist genug drin, glaube ich, für Leute, um überrascht zu sein, auch wenn ich relativ hinten bin. Und natürlich ist es so, es wird eine Extrasendung geben, wenn ich die Reihenfolge, wer die Kiste kriegt und wer sie dann weiterschicken, an wen muss. Das werde ich alles auch noch live machen, um hochfahren. Wie gesagt, Anmeldeschluss ist auf jeden Fall erstmal der 11. Februar. Und dann gucken wir mal, wie viele Leute wir zusammenkriegen. Ich schicke sie los und im besten Fall klappt das dieses Mal wieder sehr gut. Und wir können dieses Jahr vielleicht sogar noch eine zweite machen. Zeug genug habe ich da. Ich habe noch die Kiste, groß, fast eine komplette Kiste von der letzten Wanderkiste. Plus, ich habe auch noch mal so einen Karton. Ja, gut, das würde ich mindestens als 5-Kilo-Päckchen Paket bei der Post verschicken würden. Mit Kram, den ich schon wieder bei mir aussortiert habe. Also, Ware ist da. Es geht nur darum, wie man das machen. Und es ist wirklich, kann alles drin sein. Von, ja gut, früh Vorsteinzeit würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber von Vorsteinzeit bis hin zu
ferne Zukunft, Fantasy bis normal. Bitte dann nur, wenn es geht, maximal gebaut, nicht bemalt, am liebsten sogar umgebaut. Und dann halt, wie gesagt, einfach mit einem ganz gesunden und ruhigen und einem vernünftigen Auge dran gehen und sagen, ey, ich habe jetzt hier eine, was weiß ich, ich übertreibe es, ich habe jetzt hier eine Indominus-Box rausgenommen, den tue ich aber ungefähr sowas rein. Oder wenn man das sagen will, ich habe hier 30 Modelle rausgenommen, ich tue jetzt mal 25 wieder rein. Also das ist ja auch okay. Es geht mir nur darum, dass die Kiste nicht zu sehr in Wert verlieren soll auf der einen Seite und dass man ungefähr denselben Wert reinlegt, damit der Rest auch noch was davon hat. Und ich gehe da, wenn man es jetzt so sehen will, finanziell natürlich auch wieder in die Vorleistung. Aber wie gesagt, das Ganze über den Discord-Kanal von mir, wer da noch eine Einladung zu braucht. Es gibt eben diverse Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Das können wir alles gerne machen. Wie gesagt, ich versuche nochmal einen Discord-Link unter das Video, in die Videobeschreibung bei YouTube zu posten, wer noch nicht dabei ist. Ansonsten halt, denke ich mal, wird auch gleich im Laufe des Chats. Es haben jetzt ja schon ein, zwei Leute was geschrieben, dann sollte dann irgendwann auch das automatische Discord-Disclaimer irgendwann auftauchen. Da könnt ihr dann auch live draufklicken oder mich halt eben einfach gleich nochmal anschreiben. Ich schicke euch gerne auch einfach nochmal von Hand dann eine Einladung zu. Ich habe mir sagen lassen, und ich denke, sie könnten eventuell der Grisou und der Korbik bestätigen, dass ich an sich ein ganz netter Typ bin. Ne? Genau, das wäre im Endeffekt das kleinere Thema in diesem kürzeren Stream heute. Mal gucken, ob er wirklich kürzer wird. Wenn ich jetzt sehe, ich bin schon über 10 Minuten. Gut, dann weiter Vorspann bei. Das kleinere Thema in diesem Stream ist halt eben die Wanderkiste. Die, die schon mal dabei waren, wissen ja, wie es läuft. Und für alle anderen, wie gesagt, Fragen kostet nichts. Und ich bemühe mich immer, alle Fragen auch zu beantworten, auch während des Prozesses, wenn irgendwo Fragen aufkommen oder so. Ja, ist kein Problem. Das Einzige, was mir halt wirklich wichtig wäre, Servus von Wolfsburg, grüß dich. Ja, danke, definitiv ein netter Typ, ja, danke. Weißt ja, nett ist die kleine Schwester von Scheiße, ne? nein, also das wird halt die Kiste sein. Wie gesagt, ich gucke, dass ich einen bunten Mixer reinpacke, so wie ich es auch reingepackt kriege. Wenn die Kiste irgendwann, Dankeschön, Korbeck bestätigt, wenn die Kiste irgendwann dann mal vielleicht zu groß ist, ich habe einen größeren Karton, da dürft ihr es auch gerne austauschen, da kann man sich auch noch drüber unterhalten. Und wie gesagt, also 2 bis 3 Tage sollte sie bei euch verweilen, bevor sie dann sich weiter auf die Reise macht. Wenn es jetzt 4 Tage sind und man spricht es ab. Nochmal, wir sind, glaube ich, alles erwachsene Menschen, Leute. Ich hoffe zumindest, dass wir das sind. Und wir können ja miteinander reden. Ne? Und reden hilft, weil wir immer sagen lassen, wir müssen es einfach nur tun und vor allen Dingen miteinander und nicht übereinander oder nebeneinander her oder drunter durch, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ich denke, wir kriegen das alle irgendwie schon hin. So, Wanderkiste haben wir gemacht. Da mache ich mal geistig jetzt einen Strich unter das Thema. Auslosen werde ich die Reihenfolge dann noch bei passender Gelegenheit anmelden. Wie gesagt, bei Discord bei mir auf dem Kanal, da gibt es den Bereich Hans, die Wanderkiste. Die hat mich mal Hans genannt und der Name blieb halt bei. Wie gesagt, wenn jemand dafür meint, noch Werbung machen zu wollen, irgendwo dürft ihr das gerne tun. Ich gucke mir die Teilnehmer schon mal kurz an. Damit nicht solche Dinge passieren wie beim letzten Mal. Aber halt, wie gesagt, ich bin bereit, mal wieder einen neuen Lauf mit euch zu wagen. Das Ding stand jetzt fast ein Jahr lang auch hier rum. Wir gucken einfach mal, wo sie sich so hinbewegt und wohin die Reise geht. Gut, so, dann kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema. Ja, ich wollte Kings of War und nein, mache ich heute nicht. Kings of War Talk habe ich nämlich heute einfach keine Lust zu. Ich möchte mit euch heute noch ein wenig über dieses Jahr. Nee, die Kiste ist, lieber von Wolfsburg, die Kiste ist nicht leer weitergeleitet worden. Es kam so, wenn ich das jetzt ganz kurz ausführen darf, ich will das auch ganz kurz jetzt noch ausführen. Ich möchte da auch gar nicht mehr weiter drüber reden. Außer halt eben, dass es dann in diesem Forum mal halt die erste Kiste war, die es gab. Und dann kam also der nächste mit ein und habe gesagt, das ist auch für mich vollkommen okay. Und irgendwann ging es das los, dass ich dann von diversen neu gemachten anonymen Mail-Accounts leichte Beschimpfung erfahren habe, weil die Kiste ja zu groß wäre und die Kiste wäre auf gut Deutsch SCH Eise und die von denen wäre viel besser und solche Geschichten. Das kam halt immer anonym. Und wenn man dann so ein bisschen meine Gesundheit auch kennt, was ich hier immer anschneide, das Thema, dann ist das einfach nicht förderlich. Außerdem, wie gesagt, in der ersten Kiste, ich habe es mal durchgerechnet, die ich damals gemacht habe, und auf der diese anderen Kisten basieren, das waren bestimmt 600 Euro, die ich da reingesteckt habe.
Dann ist diese Kiste irgendwann im dritten oder im vierten Durchlauf, war es ja im dritten verloren gegangen. Da habe ich eine neue bestückt und nochmal rausgeschickt. Und ich habe mir dann auch ganz klar gesagt, sowas brauche ich nicht und sowas will ich nicht. Und wie gesagt, ich will jetzt auch nicht, ich habe einen Verdacht, wer es war. Ich kann es nicht beweisen, ich will es auch nicht beweisen. Ich habe mir halt nur selber gesagt, ich mache das gern wieder, mir macht das Spaß. Ich finde es auch immer spannend, was dann da rauskommt, was hinter bei mir ankommt. Da sind meistens tolle Sachen bei, die ich mir dann selber rausnehme und nie anmale. War aber immer vornehm, das zu tun. Und wie gesagt, das ist für mich auch eher so ein Community-Beding. Spaß an der Freude. Man lernt sich, die Teilnehmer lernen sich dann ein bisschen besser untereinander kennen und man findet interessante Themen. Darum mache ich das eigentlich, ja. Und aber wie gesagt, das ist jetzt nur, ich habe das jetzt hier nochmal gesagt und oh, das ist nicht nett, verstehe das dann nicht mehr groß. Nee, will ich auch nicht. Es ist auch nicht wert. Unterm Strich sind diese Leute es auch nicht wert. Und ich habe mir für dieses Jahr wirklich vorgenommen, mich mit den positiven Dingen in der Welt zu beschäftigen und nicht mit den negativen. Negative gibt es genug, da können sich andere mit beschäftigen und alles, was für mich mir nicht gut tut, werde ich auch von meiner Seite aus ablehnen. Punkt aus Ende, Thema Strich drunter. Reden wir über was anderes, reden wir über das Thema Motivation im Hobby und besonders auch hier. Und da ist jetzt auch, was jetzt kommt, ich war am Samstag war es, ne, lieber Grisou, war ich beim Grisou, wir haben uns getroffen zum Mortal Gods spielen. Da wird es dann auch noch einen kleinen. Ja, Spielbericht habe ich mir sagen lassen, ist das, was ich mache, ja nicht. Wenn ich das mit irgendwelchen Fotos mache, es wäre ja kein Spielbericht, das habe ich mir auch anhören dürfen. Für mich ist es das, es wird also noch eine Art Spielbericht oder ein paar Impressionen unseres Spiels und ein bisschen was passiert ist, werde ich dann auch noch kommen jetzt die Tage. Wenn ich es zeitlich schaffe, ich muss mal gucken, wann. Die Woche ist ziemlich eng, aber das kommt. Das ist so der zweite Punkt, der mir das Wochenende gekommen ist, den ich machen möchte. Das erste ist jetzt das. Und wir haben uns einfach so ein bisschen unterhalten. Ich habe ja schon mal gemalt, so schon ein Video gedreht, von wegen, ja, was habe ich dieses Jahr vor, wo möchte ich hin? Und da erinnert ihr euch ja dran, dieses Chaos-Video mit Excel, was nicht so funktioniert hat teilweise. Da bin ich auch nicht von ab. Nur der Punkt ist halt, ich möchte von A nach B. Aber wie komme ich dahin? Ist der A nach B? Der einfachste Weg wäre natürlich die Gerade. Aber ich bin ja so jemand, der fährt so nochmal rum und zurück und bumm, dann bin ich da. Und halt eben um diese Motivation, auch in diesen Projekten, es gibt so viele tolle andere und ich bin auch schon wieder einem neuen verfallen, komme ich dann gleich zu, da ist auch der Christoph dran schuld, kann sich heute warm anziehen hier in diesem Stream, er ist nämlich an vielen Dingen schuld, aber ich weiß, er nimmt es gelassener mit Humor, weil er weiß auch, wie es gemeint ist. Wie komme ich jetzt dahin, um diese Dinge zu bewerkstelligen? Und da, auch da ist der Christoph dran schuld, der hat es mir nämlich so aus, irgendwie hat er sich hingesetzt, hat sich so ein Bingo gebastelt. Für seine Projekte und ich habe mir dann gedacht, ey, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Ja, der klassische Hobby-Schmetterling, ja, bin ich schuldig im Sinne der Anklage. Lebenslänglich auch der Hobby-Schmetterling. Auch wenn ich schon versuche, hier im Stream, in diesem Kanal, das ein bisschen mehr zu sortieren, also Saga und Kings of War, das sind so die Hauptthemen zurzeit und ja, gehörst du auch zu, super. Kings of War noch wesentlich mehr als Saga. Saga ist ja noch die Liga, die gerade läuft, aber Kings of War ist schon so mein Hauptsystem inzwischen. Das merke ich auch immer mehr und es tut mir gut, das erkannt zu haben. Wie gesagt, wie mache ich das? Ich habe mir noch überlegt, ja, machst du dir auch so ein Bingo? Das ist ja eigentlich ziemlich sinnig. Die Frage ist halt eben dann gewesen, wie groß mache ich das? Mache ich das 4x4, 5x5, 6x6, 20x20, also möglichst viel? Und habe mich dann entschieden, ich mache ein 5x5 Raster, da habe ich noch einen Mittelpunkt. Der Mittelpunkt sollte, dachte ich mir, dann möglichst einfach zu erreichen sein. Also ihr seht das gleich auch noch alles. Also ist das nur der Vorspann, um meinen Gedankengang nachvollziehen zu können, den ich manchmal selber nicht nachvollziehen kann. Das sollte auch eigentlich leicht zu erreichen sein, der Mittelpunkt. Auch wenn es tatsächlich nicht darum geht, möglichst schnell ein Bingo zu kriegen, sondern alles zu schaffen in diesem Jahr. Das ist die große Herausforderung. Das Bingo, unter Umständen geht das relativ fix, sogar wenn ich mich anstrengen würde. Aber das will ich ja nicht. Und da ich, und jetzt kommen wir auf den von Wolfsburg zurück, ja so ein Hobby-Schmetterling bin, wird es natürlich auch ein bisschen bunter, ein bisschen größer. Und das heißt jetzt nicht, dass ich mich an die Sachen, die hier gleich kommen, sklavisch halte und nur das mache. Ihr kennt das ja, dann kommt mal wieder von außen die Idee, dann sieht man da eine coole Doku, dann liest man hier ein gutes Buch, dann quatscht man da mit dem Christoph wieder eine Runde und er setzt einem Floh ins Ohr. Oder der Alex zeigt einem wieder coole Modelle, wo man denkt, oh geil, die will ich auch machen. So eine Echsenarmee steht irgendwann nochmal an bei mir zum Beispiel. Also, das sind einfach so Dinge, die entwickeln sich. Oder der Marcel erzählt mir wieder irgendwas von, und dann denke ich, ach komm, da kannst du auch mal ein paar Punkte für Saga vermalen. Also,
Christian bringt mir wieder einen, setzt mir einen Floh ins Ohr. Wichtig ist nur, den Fokus trotzdem so ein bisschen auf dem, was man so erreichen will, behalten. Und damit das nicht so frustriert, habe ich letztens irgendwo bei Facebook gab es einen Bericht von jemandem, der geschrieben hat, wie man seinen Pile of Shame, also ich nenne es lieber den Zinnenplastik- und Resinberg verkleinert, wie man das halt eben hinbekommt. Natürlich, an erster Stelle steht da ganz klar, weniger kaufen, ja. Hat, bis ich von Christoph nach Hause gefahren bin, auch super funktioniert dieses Jahr. Dann war es so wieder ein bisschen vorbei. Komme ich aber auch noch zu, ist auch Teil dieses Rasters. Wichtig ist mir vor allen Dingen, und das stand auch drin, und das hat mich auch so ein bisschen selber so gepackt, sich nicht dieses Große immer zu sehen, sondern auch die kleinen Schritte zu würdigen. Und deshalb, und das werdet ihr gleich bei den einzelnen Sachen auch sehen, gibt es manchmal auch nur kleinere Schritte oder nur kleinere Dinge. Und manche Dinge, wenn ich das fertig habe, bringt mich das auf einem anderen Ding auch weiter. Einfach so ein bisschen sich selbst zu belohnen. Wie gesagt, Ziel ist kein schnelles Bingo. Ziel ist alles dieses Jahr zu schaffen. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Muss mal gucken. Und selbst wenn ich es frühzeitig schaffen würde, wovon ich nicht ausgehen gehe, heißt das ja nicht, dass ich dann trotzdem nach nicht weitermache. Ich meine, in meiner Hobbyhöhle liegt genug Zeug rum und das ist wahrscheinlich nicht die einzige, bin ich der Einzige, bei dem das so ist. Ja, denke ich mal, das kennt jeder von euch, das Problem. Ne? So, und wir steigen jetzt einfach mal so ein bisschen ein in das ganze Ding. Ich werfe das Raster hier gleich in diesen Bildschirm hier rein. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich sage natürlich auch noch was dazu und werde auch hin und wieder mal hier wegflippen, um auf die Fläche hier zu kommen und euch hier was zu zeigen. An manchen Dingen bin ich ja tatsächlich auch dran. Ja, genau. Und wie gesagt, immer im Hinterkopf behalten, das in der Mitte sollte eigentlich das Leichteste sein. Ich habe es natürlich jetzt auch noch so gemacht. Ich habe mir diese 25 Punkte aufgeschrieben und habe die dann ausgewürfelt, was wohin kommt. Also, ich bin ein bisschen bescheuert, was das angeht. Ja? Ich weiß, ich treibe es halt manchmal auf die Spitze, aber ich stehe auf solche Zufallsgeneratoren. So, jetzt schmeiße ich mal Excel an. Bupp, und da sind wir. Und ich gehe mal selber rüber ins Excel. Ich hoffe, ihr seht das jetzt hier noch, denn hier kann ich es besser lesen. Aber wir fangen einfach oben in der obersten Zeile an und arbeiten uns immer nach rechts durch. Und dann nehmen wir die nächste Zeile. Ja, ich hoffe, ihr könnt das alles sehen und erkennt das alles da. Einfach mal kurzes Feedback, kann man das sehen? Ist halt ein bisschen klein, aber größer kriege ich es tatsächlich nicht gezogen. Meine technischen Fähigkeiten ja, untersteigen das Ganze. Also ich fange jetzt oben einfach mal an. Oben links, da haben wir halt die Ulfmark-Zwerge umbasieren. So, und ich hatte ja schon mal gesagt, dann können wir es auch gleich nochmal hier den Screen Capture mal kurz ausmachen. Möchte mit Ulfmark was machen. Ich habe mal Zwerge gemacht und tatsächlich habe ich mal Zwerge gemacht von Ulfmark, weil mir die Modelle ganz gut gefallen sind. Ein Regiment für Kings of War. So, und das ist hier, da fehlt jetzt schon ein bisschen was, wie ihr seht. Das ist mein letztes Regiment Zwerge, was ich noch von Kings of War habe. Und die Zwerge gilt es nun gerade jetzt nach und nach hier runter zu pflücken. Ja. Und dann, ich habe mal drei Testbasen gemacht. Die sind auch noch nicht fertig, aber die sind jetzt so weit, dass ich die Zwerge da hier drauf setze. Ne? Und sie dann auf solche Basen zu setzen für Ulfmark. Und ich habe tatsächlich auch schon mal einen draufgesetzt. So, der Herr ist hier schon drauf, wie ihr seht. Da fehlt jetzt noch ein bisschen Tafts, ein bisschen Grünzeug, ein bisschen Kram. Ich hatte Umbasieren ja aufgeschrieben dieses Jahr. Das Problem ist, wenn ich sowas aufschreibe, heißt es ja nicht, dass ich es tue. Weil ihr kennt das ja bestimmt auch. Man sitzt dann hier und sagt, ach, ich könnte jetzt die hier runterrupfen. Oder ich male einfach ein paar neue schicke Modelle an, weil das will ich ja auch gemacht haben. Ja. Und einfach nur, um dieses Base hier in diesem Jahr leer zu kriegen und noch ein Base-Design dafür erstmal zu finden, alles dieses Base leer zu kriegen, dafür ist das ein Punkt. Das Umbasieren hiervon, das heißt nicht, dass ich nicht aufmache, dass ich ja noch was male. Ich habe doch Zwerge hier, ich habe Kobos hier, ich habe Menschen, ich habe Elfen hier. Ihr seht auch schon hier, es ist so ein bisschen. Das ist das Schöne, so ein bisschen, wie ich das mal hier mache. Man kann dieses hier sogar teilweise abziehen, nach und nach. Und dann kriegt man die Zwerge nämlich da ganz bequem. Hier seht ihr das? Dann kriegt man die Zwerge nämlich ganz bequem hier runtergepult. Das geht auch relativ einfach. Genau, das ist einfach so der erste Schritt.
Einer der Schritte dieses Jahr, dieses Base leer und die Zwerge stehen auf schicken Rundbasen. Kurz einbalancieren. Für Aufmark. Ja, sollte also nicht allzu schwer sein. Ich muss mich einfach nur mal ranmachen. So, dann das zweite. Da muss ich einmal kurz hier gucken. Das gelbe Regiment. Ja, das gelbe Regiment. Das gelbe Regiment, für alle, die es nicht wissen, jetzt kommen, sind wir sehr historisch. Ich habe mit dem Christoph mal vorletztes Jahr, glaube ich, überlegt, wir wollten 30-jähriger Krieg machen. Inspiriert vom Tabletop-Weltforum. Ich weiß gar nicht, wer ist da, was der Erquin da. Ich weiß nicht genau, wer es da geschrieben hat. Und wir haben dann auch mit sehr viel Elan angefangen. Der Christoph hat mich dann immer noch überholt. Ich habe gesagt, ich mache Schweden. Er macht die Kaiserlichen. Also hat er mehr Interesse dran. Ich habe mehr Interesse an den Schweden. Ja, und ich müsste dann mal weitermachen. Ich habe das blaue und das grüne Regiment gemacht. Ich wollte noch das gelbe machen und dann wollte ich jetzt mal ein bisschen anderen Kram machen. So ein Regiment besteht für mich aus drei Basen mit 10 A10 Pikeniere, also 30 Mann und noch zwei Basen mit jeweils 10 Musketenschützen, auch als Flügel. Ja, sind im Endeffekt 50 Figuren in 10 mm. Das ist tatsächlich nicht besonders viel. Ich muss mich einfach nur mal auf den Hintersetzen und das Zeug bemalen und das ist für mich jetzt ein guter Anlass gewesen. So, danach in der Mitte oben, in der ersten Zeile, ich will mal Spalte sagen, das war die Zeile, ist jetzt für viele ein ganz einfaches, ist es tatsächlich auch in meiner Welt, es ist einen Perser-Anführer fertig machen für meine Mortal Gods-Bande. Ja, das ist ja einfach, ich bin ja den Persern dran, ich mal da so ein bisschen, wir haben ja gespielt, da erzähle ich dann anderes Mal was von, jetzt zum ersten Mal Mortal Gods gespielt und da geht es jetzt einfach darum, diesen Perser-Anführer einfach zu grundieren und zu bemalen und dann einfach da zu haben. Denn ohne Anführer kann man ja nun mal nie spielen. Und ja, natürlich, irgendwo später kommt noch, ich glaube ganz unten rechts, Perser sind spielbereit, das heißt, um spielen zu können, brauche ich auch einen Anführer. Das heißt, das eine bedingt das andere. Aber ja, also diesen einen Anführer möchte ich einfach fertig haben, um dann einfach so ein bisschen, sage ich mal, ja, auch spielen zu können. So, ich schiebe das gerade mal so ein bisschen hier raus. Dann sehe ich das nämlich hier auch ganz gut und ein bisschen besser. Dann sehe ich zwar eure Kommentare gerade nicht, aber ich kann das immer wieder ein bisschen schieben. Das ist ja kein Problem. So, dann das vierte in der ersten Zeile ist ein Haus. Ja, was ist ein Haus? Ein Haus ist ein Haus. Ich habe ja schon mal so eine Hütte gemacht, das habt ihr ja auch schon gesehen. Da müsste ich mal irgendwann das Interieur nochmal machen, also ein Bett und noch ein Schränkle. Das mache ich auch irgendwann mal so zwischendurch. Haha, so zwischendurch, als ob ich so viel, nicht genug andere Sachen hätte, aber das mache ich noch. Aber mir geht es tatsächlich so, ich habe ja diese 3D gedruckten Häuser mehrere und ich möchte dieses Jahr mindestens, also mindestens eins dieser Häuser fertig machen. Die sind jetzt zwei, dreistöckig. Ich kriege auch noch ein paar, ich warte auch noch auf meinen Gast, meine Taverne, die ich bekomme. Die zählt auch als ein Haus. Also ein Haus von diesen Dingen möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall fertig machen. Ist das Haus fertig, wird das für Kästchen grün gefärbt. Und der Stefan ist glücklich und zufrieden und freut sich, dass er dann nur noch drei Häuser malen muss, um dann irgendwann mal Rangers of the Shadow Deep spielen zu können. Das erste Szenario. Und dann kommt jetzt eine wilde Abkürzung: LFOD, das ist Live Free or Die. Das ist das System, was Little Wars TV mit dem American Battlefield Trust, glaube ich, heißen die, gemacht hat. Da habe ich mir als Einstieg die Schlacht von Princeton, Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, rausgesucht. Da habe ich bis jetzt ein Regiment Milizen fertig. Und da möchte ich jetzt in diesem Fall Live Free or Die Philadelphia, die Philadelphia Militia möchte ich da machen. Das sind in dem Fall in Princeton 8 Basen. 8 Basen A4 Mann in 12 mm. Das klingt auch nicht besonders viel, kann aber ganz schön nervig sein auf Dauer. Und diese Einheit möchte ich einfach machen, dass ich da einfach auch ein bisschen vorwärts komme. Ich denke, da wird dieses Jahr noch mehr geschehen in der Hinsicht. Aber halt eben dieses Regiment möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr einfach fertig malen. Einfach um ein bisschen dichter Richtung spielbereit zu kommen. Ja, das war so die erste Zeile. Und dann fangen wir gleich mit der zweiten Zeile an. Ihr könnt ja mal selber, wenn du ein bisschen nachgrübeln, überlegen, was wohl am leichtesten zu erreichen ist. Ja, also ich freue mich da über Tipps, Anregungen und ja, ich will nicht sagen wetten, aber welches wohl als erstes fertig kriege. Ich weiß es selber nicht. In der zweiten Zeile, ganz links, haben wir dann Deadman's Hand, die Lawman. Ich habe eine Deadman's Hand Bande letztes Jahr endlich mal fertig gemacht, nachdem ich da so
mit einer langen Pause über 3 Jahre, nee, über 4 Jahre, also mindestens 4 Jahre dran gesessen habe, noch länger sogar, 20, 21, 5 Jahre habe ich dran gesessen ungefähr. Habe halt erstmal viel gemalt, jetzt den Rest gemacht. Dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall meinen Deadman's Hand, die Lawmen, fertig machen. Die Outlaws habe ich schon, die Lawmen halt als Gegenstück möchte ich auf jeden Fall dieses Jahr fertig machen. Ich habe da noch die glorreichen 7, die alten glorreichen 7, wohlgemerkt, nicht die 9, sondern die alten. Aber auf jeden Fall möchte ich da auf jeden Fall, die, auf jeden Fall, meine Herren, die Truppe möchte ich dieses Jahr aufstellen, um schon mal spielbereit zu sein, wenn zum Besuch kommt, dann fehlt halt nur noch Gelände. Aber das ist ein anderes Thema. Dann habe ich hier den liegenden Kopf. Ja, das ist ein Geländestück aus dem 3D-Drucker. Der ist ziemlich groß, der Kopf. Der ist so groß wie, größer als meine Faust, glaube ich sogar. Der liegt so halb im Sand vergraben und darum geht es. Das Ding bemalen und halt eben basen und das Base gestalten für meine Wüstengeschichten halt eben der liegende Kopf. Ja, möchte ich einfach machen, dass der auch einfach mal hier von der unbearbeiteten Ecke irgendwie in die Geländeecke kommt und ich ihn dann auch bei irgendwelchen Schlachten Wüstensand als Gelände irgendwie einsetzen kann. In der Mitte haben wir eine Einheit Lion Rampant und da wird es jetzt ein bisschen tricky. Lion Rampant tatsächlich habe ich ja schon mal was gemacht für Game of Thrones. Da habe ich dann einen Lannister, aber der viel zu viele Punkte gemacht. In diesem Fall ist halt so, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich Barons War nicht spielen werde. Ich finde das Setting super, ich finde das Regelwerk ist mir persönlich zu viel. Zu kompliziert, zu viel. Und ich finde mir die Figuren von Futsal so cool, dass ich damit was machen möchte. Und da hat dann Christoph irgendwann mal zu mir gesagt, da ist er wieder, der Christoph. Ja, dann könnte man ja auch für Lion Rampant nehmen. Und deswegen, ja. Eine Einheit für Lion Rampant, ich weiß noch nicht, welche Größe, ich muss mal gucken, was ich da habe, ob ich mit dem Modell überhaupt eine Einheit zusammenkriege oder ob ich da noch was zukaufen muss. Das sehen wir dann. Aber eine Einheit von diesen Futsal-Miniaturen, die hier rumliegen, müsste ich irgendwie zusammenkriegen. Wenn nicht, wie gesagt, kaufe ich noch mal was bei. Für Lion Rampant, die möchte ich auf jeden Fall fertig machen. So, da haben wir 1000 Punkte, Kings of War. Ja, und da gibt es nicht viel zu sagen. Ich möchte es ja, also mehr als 1000 Punkte schon neu bemalen, aber 1000 Punkte Kings of War, egal welche Maßstäbe und in welcher Mixtur, egal für welche Armee, ist Lion Rampant ein Skirmisher? Ja, Lion Rampant ist ein Skirmisher. Kannst du natürlich auch aufpumpen auf ganz groß. Ist von Osprey. Ich finde die Regelwerke von Osprey ganz gut. Warte mal, ich guck mal eben. Guck, wie ich das Buch rauskriege, ohne mir die Pfoten zu brechen. Sieht so aus. Ja, ist von Osprey. Bei Lion Rampant die Bases sind, glaube ich, ist eine Wurscht. Also ich basiere, guck, hier ist eckig basiert zum Beispiel. Hier wird eckig basiert. Ich basiere, weil es ein Skirmisher, also rund. Also ich werde rund, hier ist auch rund basiert. Das kannst du dir auch so. Ist völlig egal, so wie sie, wenn du schon was hast, was da reinpasst. Ich meine, da gibt es inzwischen auch ein Buch für die Kreuzzüge von und da gibt es, meine ich, auch noch ein Buch für Wikinger. Aber ich wollte bei diesen klassischen bleiben, weil Wikinger habe ich schon so viel und Kreuzzüge ist ein anderes Thema. Jetzt muss ich mal eben hier wieder. Nee, muss ich nicht. Mach ich nachher. Bevor der ganze Schrank hier auseinanderfliegt. Also, wie gesagt, von Lion Rampant ist auch. Denke ich, spielt sich auch ganz zügig und sieht ganz gut aus. Und ja, warum denn nicht? Ja, genau. 1000 Punkte, Kings of War ist das nächste. Ja, einfach 1000 Punkte dieses Jahr zusammenstellen und bemalen, da bin ich auch schon dran. Egal was, egal welcher Maßstab. Einfach mit 1000 Punkte plus bemalen. Ne? Zum Beispiel zählt, ich antworte dir gleich, zählt zum Beispiel sowas, 10 mm. Menschen werden das. Für die alte Welt, nur mit Kings of War regeln, es wird ja ein Nordland, genauso wie sowas, 28 mm Empire of the Dust. Ja, egal was, in irgendeiner Art und Weise, Hauptsache Kings of War und Kings of War ist ja nun auch mal ein ausgeschriebenes Hauptsystem. Ich wüsste, ich muss mal kurz gucken hier, ich sitze hier am Barons War, wenn ich die mit Rundbeißen spielen kann, wäre. Kannst du. Du kannst Lion Rampant. Du kannst sogar Lion Rampant mit Großbasen spielen. Das geht anscheinend auch. Habe ich mich nicht mit beschäftigt, aber Chris
sagte das, der kann das ja, wenn er hier gerade aktiv zuhören sollte, noch bestätigen. Aber das geht, glaube ich, und du kannst ihn defensiv in Rundbasen spielen. Du brauchst keine Eckbasen bei Line Rampant. Also ich habe meine Lannisters zum Beispiel komplett und auch meine Greyjoys und meine Tyrells und auch die Starks, die ich angefangen hatte, die habe ich jetzt nichts verkauft, habe ich alles komplett auf Rundbasen stehen. Das geht, das ist gar kein Problem. Das ist aber diesen historischen sowieso immer so, es ist eigentlich relativ egal. Hauptsache es passt. Ja? Und das ist das Schöne an diesem System. Hauptsache es passt. Hauptsache du musst dich ja mit deinem Mitspieler irgendwie auf was einigen. Oh mein Gott, ja, wir spielen sie. Wenn du es nicht auf Turniere spielst, dann ist es ja eh der Spielraum nochmal ein bisschen größer. Und dann mal zurückzukommen. So, Kings of War, die 1000 Punkte, da gibt es auch sonst nicht viel zu sagen. Einfach 1000 Punkte für Kings of War, mal einen Punkt. Egal was, egal wie, egal wo. Und dann ganz rechts in der zweiten Zeile, Claymore Saga gut fertig. Ja, also die gute Seite von Claymore Saga Grundbox fertig malen. Ja, da bin ich dran seit ein paar Jahren. Jetzt gerade mal wieder. Ich habe bei der letzten, wer bei Discord ist, hat es ja gesehen. Ich habe mal wieder Hellebardiere fertig. Ich mache jetzt gerade hier Pferde. Jetzt erstmal den Innenraum hier von den Schabracken gemacht. Ich muss noch eine Dreier-Einheit dieser Ritter machen. Plus dreimal diese besseren Ritter. Fünf Hellebardiere und die Kanone fehlen mir noch. Dann wäre ich mit gut zumindest fertig. Und heilenfroh, weil mir die Modelle doch ganz schön auf die Nüsse gehen. Ja. Ja, immer noch. Immer noch. Und das Ziel war es eigentlich bis Anfang Februar das ganze Box fertig zu haben. Das bin ich kläglich gescheitert. Und deswegen mache ich mir jetzt immer ein bisschen mehr Druck, dass spätestens ja, zur Einschulung meines Sohns dann dieses Jahr das alles fertig ist. Dass ich ihm dann schenken kann. Weil das ist ein Geschenk für ihn. Ich modelliere deswegen die Bases auch nicht, weil er das nicht wollte. Ich habe ihn immer ganz, ganz unschuldig gefragt, ja, was gefällt dir denn besser, so dass man die rein rausstecken kann. Oder dass das fest ist und gut aussieht. Nee, dass man es rein rausstecken kann. Ja, sieht scheiße aus, finde ich, aber gut, es ist ja auch seins und das ist ja auch okay. Soll sein sein und ich muss es ja von meiner Frau verkaufen. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht noch die beiden Erweiterungen dazu noch im Keller hätte. Ich erinnere mich, als du angefangen hast mit Streamen, dass du das auf dem, dass das auf dem Plan stand. Ja, genau. Da hast du vollkommen recht. Das stand auf dem Plan und das steht immer noch auf dem Plan. Aber mein großes Ziel ist 2022, das Ding fertig zu machen. Ja. So, dann kommen auch jetzt endlich mal in die mittlere Zeile. Und wir nähern uns den Mittelpunkt. Und da hat mich dann eine ganz, ganz interessante Überraschung erwartet. Aber erstmal ganz links. Kongo, deutsche Truppe. Ja, ich habe ja schon angekündigt, ich wollte mit Kongo dieses Jahr was machen. So ein bisschen auch mit Story. Und ich habe auch schon ein bisschen geschrieben. So, ich muss an den Kindern sehen. Ja, dann dir noch schönen Abend. Schön, dass du dabei warst. Und wir lesen, hören uns bestimmt. Ja. Genau, dass ich da was machen wollte mit der Truppe und dass ich das auch so ein bisschen, ja, ein bisschen noch Hintergrundgeschichte schreibe, hätte ich doch mal angefangen. Ich habe tatsächlich auch angefangen zu malen und ich bin der Meinung, der Mann ist soweit fertig. Das ist ja dieser Retired Officer, das ist so ein bisschen der Protagonist. Space muss ich halt noch machen. Ja, das ist, ich weiß gar nicht, wer mit Vornamen heißt, auf jeden Fall heißt er Messner mit Nachnamen, Major AD. Und der sucht ganz klassisch Quartermain-mäßig die eine alte Diamantenmine, da hat er Hinweise drauf gefunden und versucht jetzt erstmal gerade so, das kommt aber nach einer Geschichte, so Gelder dafür zu beschaffen und sonstige Geschichten. Halt alles, ja. Und ich arbeite tatsächlich ein bisschen mit Codes und anderen Geschichten noch. Ich bin gespannt, wo es mich dahin verschlägt und ob das vielleicht irgendwie auch ankommt. Ich habe da einfach Bock zu. Die Box ist ja nur nicht allzu groß, es ist nicht allzu viel drin. Ich denke einfach, da kann man schon mal so das eine oder andere noch ja, machen. Ich bin gespannt. Also, ja, ihr begleitet mich ja eh auf diesen Wegen. Kongo lebt natürlich dann auch noch von viel Gelände. Naja, schauen wir mal. Als zweites in der Zeile haben wir dann Fire and Blood. Also Feiernblatt, ja klar. Also Freibeute fertig machen. Die Freibeuter, da wo ich letztens mal gezeigt habe, die vier Mann sind fertig. Ich glaube, das sind 16, 18, 20 Leute. Vier davon sind fertig. Da möchte ich diese Box einfach dieses Jahr fertig malen. Das ist jetzt auf den ersten Blick auch nicht so besonders viel. Ja, aber ja, es ist halt doch noch einiges zu machen. Und ihr habt ja mein Feedback auch zu den Figuren gehabt. Das Feedback fördert nicht unbedingt meinen Willen, diese Figuren unbedingt jetzt weiter malen zu wollen. Aber nein, sie haben schon Spaß gemacht. Nur ich möchte einfach diese Box fertig haben.
weg haben, fertig haben. Und vorher gibt es auch nichts Neues, außer ich finde irgendwo mal eine Kanone dafür. Dann kommt die noch dazu. So, und dann das Mittelstück. Sagte ich, es sollte das Leichteste, eins ein Leichtes sein. Ich habe da tatsächlich reingewürfelt, Claymore-Sage, die böse Seite fertig malen. Also für die Claymore-Sage, die böse Seite fertig malen, da habe ich noch gar nichts für gemacht. Heißt natürlich auch, ich werde mich sehr an Riemen reißen müssen, das zu machen. Aber da die böse Seite ein wenig abwechslungsreicher von den Figuren ist als die gute Seite, bin ich da in guter Hoffnung, das hinzukriegen. Ja. Und mehr gibt es jetzt auch gar nicht zu sagen, ich muss es halt machen. Dann als Viertes habe ich British Paras Pflichtteil. Da hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich ja Chain of Command da machen möchte. Und der Christoph hat ja auch da Erfahrung. Und ich habe dann die ersten beiden Squads von den dreien, die du brauchst, die hatte ich ziemlich schnell zusammen, dann verließen sie ihn. Es fehlen mir jetzt beim letzten Squad noch die zwei LMG-Teams, das sind drei Mann und zwei Mann mit Maschinenpistole und dann noch einen Senior Officer. Dann habe ich eigentlich alles und ich habe auch die ersten drei, also das ist jetzt exemplarisch. Hier muss noch Wash drauf und an den Basen sitze ich jetzt gerade dran, dass ich die aufs Base setzen kann. Aber das erste Team habe ich fast, also habe ich dann soweit fertig. Das zweite ist so, nämlich auch mal wieder den mit dem LMG bin ich in so einem mittleren Stadium, wie ihr seht. Ja. Das sind noch so ein paar Sachen, die gemacht werden wollen. Und die mit dem Maschinenpistolen habe ich noch nicht angefasst. Und bei den Senior Leader, das ist ein Blister, den ich habe, das ist HQ von denen, dann male ich halt gleich den ganzen Blister an. Aber dann, ihr seht, das sollte ich ziemlich bald erreichen. Da könnte man auf jeden Fall, denke ich, ziemlich bald einen Haken dran machen. Und dann das letzte in der Zeile, das ist wieder Live Free or Die, die Philadelphia Rifles. Das sind nur drei Basen, das sind Skirmisher, drei Basen. Ja, das ist halt wie gesagt, das sind 12 Milizionäre in 12 mm. Da sehe ich jetzt auch nicht das große Problem. Ich muss es halt mal wieder nur machen. Und wie gesagt, es motiviert einfach jede Einheit, die fertig ist. So, und dann haben wir in der vierten Zeile als erstes, ich möchte einen Community-Ritter dieses Jahr wieder machen. Ja, also einer, wo ich noch nicht weiß, wer das wird, wer sich dafür qualifiziert, wer da vielleicht auch Interesse hat, in meiner Saga-Truppe sich als Ritter zu verewigen. Einen davon möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall machen. Das heißt nicht, dass ich nur einen mache. Aber einen möchte ich da auf jeden Fall machen. Ja, einen Community-Ritter. Beritten zu Fuß, vielleicht auf fliegendem Reittier, keine Ahnung, ich weiß das noch nicht. Das kommt auch so ein bisschen drauf an. Aber einer möchte da gemacht werden. Dann als zweites in der vierten Zeile eine Ruine. Ja, ich möchte eine Ruine dieses Jahr bauen. Es wird eine kleine Ruine sein. Ich möchte es bauen und machen und auch gestalten und wieder richtig schön machen. Einfach um mich auch in diesem Geländebaubereich ein bisschen weiterzuentwickeln, neue Sachen zu lernen, mit neuen Materialien zu arbeiten. Ich habe eine grobe Vorstellung. Ich weiß noch nicht, wie ich sie umsetze. Aber das ist halt wieder so ein Ding, Geländebau, da setze ich, wie gesagt, immer, wenn ich es machen will, ach nee, ich male lieber erstmal Figuren an. Ich bin tatsächlich jetzt an dem Punkt, wo ich wirklich auch merke, ich brauche langsam mal mehr Gelände. Ja, falls dann nochmal jemand zum Spielen kommt, muss einfach was da sein. Dann steht hier ein Base Karthager und das ist halt eben für dieses 10 mm Projekt. Da habe ich bis jetzt auch nur groß angefangen und stark nachgelassen. Karthager halt eben, ich habe da ein Base, die punischen Schleuderer, die punischen, die balearischen Schleuderer, da kann ich auch nur ein Base von stellen, das habe ich, oder eine Einheit und eine Einheit karthagische Veteranen, libysche Veteranenkriege, also libysche Krieger halt, mit Speeren, Veteranen sind das halt eben, die habe ich schon. Ich kann mir vorstellen, dass es das mannonitische Kavallerie ist, da brauche ich eben mindestens eine Einheit von. Ich weiß noch nicht, was ich da mache, aber das ist auf jeden Fall auch gesetzt, dass ich da mal wieder ein bisschen was dran mache. Also bis jetzt ist dieser Reiter, diese Zeile eigentlich relativ leicht, weil da jetzt kommen auch drei persische Reiter wieder für Mortal Gods. Die möchte ich auch dann machen. Ja. Drei persische Reiter für Mortal Gods. Das ist dann, das sind entweder welche mit Bögen oder welche mit Speeren oder so eine Mischung. Drei Stück. Einfach für meine Mortal Gods Truppe, um da ein bisschen weiter vorwärts zu kommen. Und als letztes in der Zeile dann 28 mm Empire of Dust, 1250 Punkte. Also ich möchte mindestens die 1250 Punkte erreichen. Gerade bin ich bei 600. Das ist auch schaffbar.
denke ich, zumal mir die Modelle gerade richtig viel Spaß machen. Ich habe da richtig Lust zu. Und die Modelle sind einfach cool und die Ideen, die ich da habe, gefallen mir. Ich habe da richtig Bock drauf und ja, da hatte ich ja eh nicht vor 1000 Punkte bis zum Anfang April, wenn ich mit der Kampagne da starte oder Liga da starte, fertig zu haben. Mal gucken, wie ich vorwärts komme. Das, was ich gerade mache, ist allerdings gerade nicht sehr punkteeinträglich. Also so Speerträger, die geben nicht so viele Punkte. Aber ich bin da guten Mutes, da gut vorwärts zu kommen. So, und dann kommen wir schon in die fünfte und in die letzte Zeile. Nochmal ganz links anderthalb Kreuzzügler. Ich habe ja gesagt, ich mache für den ersten Kreuzzug ein bisschen was. Und da habe ich eine Einheit fertig, da möchte ich einfach eine zweite. Das wird dann wieder von Conquest wahrscheinlich sein. Wieder Einheiten zu Fuß erstmal. Das sind 15 Modelle im Schnitt. Ja, ich muss es einfach machen. Dann kommen wir, eine Einheit Baratheon. Und da ist jetzt auch der Christoph wieder dran schuld. Als ich bei ihm war, hat er mir so von dem Song of Ice and Fire Tabletop vorgeschwärmt. Und ja, ich habe dann lange überlegt, ich bin ja so ein Game of Thrones Freako und Fan. Und hab mich dann irgendwie dann dazu durchgerungen, da irgendwie doch noch einzusteigen, was ich gar nicht wollte. Und hab dann, ja, überlegt, Stark wäre das Naheliegende, nur das haben halt viele, denke ich. Und Lannister fand ich jetzt nicht so spannend. Nachtwache war noch naheliegend, aber das macht auch schon der Christoph. Ja, Wildlinge fand ich nicht so spannend, obwohl das bestimmt eine spannend zu spielende Truppe ist, aber hat mich nicht so angetönt. Greyjoy hörte ich dann von Marcel, kommt man ganz schwer dran, da ist er noch hinterher. Ja, Targaryen fand ich unspannend. Ich habe gehört, die wäre ein bisschen overpowered. Aber hat mich auch nicht interessiert. Und dann habe ich mich jetzt für Baratheon entschieden. Habe mir dann den Einsteiger und noch eins, noch zwei Boxen zusätzlich geholt. Und eine Einheit werde ich davon dieses Jahr mindestens fertig machen. So, dann kommen die verspielten 8. Das sind, ist eine Einheit aus 8 Rittern, Community-Rittern, Anführungsstrichen. Das sind aber 8 Kunden von mir, mit denen ich seit vielen, vielen Jahren auch ein freundschaftliches Verhältnis habe. Und das ist einfach so ein bisschen so ein Dankeschön für die viele gute Zeit, die wir miteinander haben. Die stelle ich natürlich auch einzeln vor. Die möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall auch fertig machen für meine Saga-Truppe mit den Rittern. Das ist mir auch ein Herzenswunsch, das hinzukriegen. Da muss ich mich irgendwann demnächst mal dran setzen. Dann meine French Indian War Franzosen fertig malen. Für Sharp Practice. Da bin ich ja schon spielfertig. Nur mir fehlt jetzt noch gerade Linieninfanterie. Da wollte ich noch zwei Achtertrupps machen. Dann noch zwei, nee, noch ein Achtertrupp Grenadiere. Ein, zwei Offiziere noch. Ein Fahnenträger, ein Trommler. Und dann, ich habe da noch so ein paar Reste hier rumflattern. Die zähle ich dann nicht mit rein. Die mache ich dann irgendwann mal noch so dazu. Ich schließe nicht aus, dass ich danach nicht noch immer mal wieder was brauche, hier und da mal eine Figur oder mal eine Kanone mit Besatzung vielleicht oder so. Aber generell, wenn ich jetzt diese vier Achtertrupps fertig habe und den Fahnenträger und den Trommler noch, dann bin ich und noch die Offiziere, die dazu gehören, dann bin ich eigentlich mit der Armee, mit der Truppe durch. Bis auf Kleinigkeiten. Ob ich dann noch Briten mache, weiß ich nicht. Glaube ich momentan eher nicht, weil wenn ich spiele, spiele ich wahrscheinlich immer mit Chris und der hat Briten. Und last but not least, unten rechts in der Ecke. Für Mortal Gods, die Perser sind spielbereit. Ja. Weil wir ja gespielt haben und ich sage das an dieser Stelle jetzt schon, mir hat Spaß gemacht, aber Griechen gegen Griechen war eher langweilig. Also nicht langweilig, aber eher unspannend und auch taktisch eher, ja. Es ist so wie diese Wikinger gegen Wikinger oder Wikinger gegen Angelsachsen, so Schildwall gegen Schildwall. Ja, das ist nicht so besonders spannend. Und dann möchte ich einfach gucken, mit den anderen beiden Punkten, Perser Anführer und Perser Reiter, dass ich dann noch, ich brauche noch ein paar Sachen mehr dafür, aber dass ich dann mit den Spielbereit einfach bin und loszocken kann. Und einfach mal gucken, die Griechen sagen mir zwar mehr zu vom Spielstil, denke ich, aber einfach mal gucken kann, wie sich das Ganze dann so, ja, da entwickelt im Endeffekt. Ja, einfach mal schauen. Ja. Und das war's dann auch von meiner Seite aus für heute. Ihr habt jetzt so ein bisschen gesehen. Ihr könnt mir gerne Tipps abgeben in den Kommentaren, dann bei YouTube oder so, was ihr denkt, welche Reihe, welche Zeile, welche Spalte ich wohl als erstes fertig bekomme. Ich bin selber gespannt und ja, das sind so meine Möglichkeiten, meine Wege, mich zu motivieren, da vorwärts zu kommen. Und ja, ich denke mal, wir werden uns öfters dieses Jahr sehen. Vielleicht mache ich hier wieder mal so einen kleinen Zwischenbericht. Wie sieht es denn aus? Vielleicht auf Quartals oder einmal im Halbjahr. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Es wird auf jeden Fall Ende des Jahres dann auch darüber zu sprechen sein, was ist umgesetzt worden, was ist nicht umgesetzt worden.
Ich wünsche euch jetzt erstmal noch allen noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr dabei wart und zugeguckt habt. Und wegen der Wanderkiste, wie gesagt, wenn ihr da noch mitmachen wollt, einfach bei Discord anmelden. Und wir sehen uns und hören uns. Bis dann. Tschüss.